Und damit willkommen, meine lieben Zelda-Fans, zu einer weiteren Folge Zelda Breath of the Wild, zu einer etwas feminineren Folge. Ich habe mir, das habe ich mir aus einem kleinen Screenshot abgeguckt, wo Link in diesem Frauengewand zwei Melonen in den Händen trägt. Ich finde, das sieht ganz lustig aus. Ich dachte, ich starte einfach mal so in die Folge. Nee, gut, Spaß beiseite. Wir waren stehen geblieben bei der Erkundung der Gerudo-Stadt und ich würde sagen, nach nur einem klitzekleinen Intro geht es auch gleich weiter. So, und ja, wie ich in der letzten, ich habe übrigens schon ein bisschen Gerudo-Stadt erkundet, habe mit einigen Personen gesprochen, habe das auch aufgenommen, bloß im Nachhinein habe ich festgestellt, verdammt, bei Audacity ist mein Mikrofon nicht angegeben. Somit war das ganze Gequatsche, was ich ja von mir gegeben habe, für Popo. Ja, ich versuche das mal noch ein bisschen nachzuholen, quasi, und zwar sind wir... Warte, in der Bar war ich glaube ich schon, ja genau. Ich habe mich schon gewundert, wo Pocky abgeblieben ist, aber das hätte ich nie gedacht. Warum muss mir gerade jetzt das Eis ausgegangen sein? Eis? Der Eiskeller ist nördlich der Stadt. Wenn du Ante dort alles erklärst, gibt sie dir sicher etwas Eis. Sie geht allerdings sehr früh ins Bett. Wenn du gehen willst, dann solange es noch hell ist. Ja, und zwar war hier die Auswahloption Wai Will Woi. Das ist das Getränk, was uns die eine, die an dem Schrein, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, am Schrein, den wir hier an der Wüste mal getroffen haben, hier irgendwo, ja genau, an dem hier, ist ja eine Wai am Verdursten oder eine Gerudo und die will diesen Wai Will Woi, so nennt sich das Getränk hier. Dafür braucht diese Dame hier eine Menge Eis. Und wir hatten ja auch schon mal in der letzten Folge und in der vorletzten einen Eiskeller gefunden gehabt. Da sollen wir das Eis jetzt herholen. Genau, mit dir habe ich gesprochen. Genau, solche Kleidung verkaufen sie doch bei Wüstenblume, oder? Ich wollte da auch mal einkaufen. Wie? Fühlt sich die Kleidung denn an? Moment mal. Bist du etwa ein Junge? Habe ich's doch gewusst. Nicht schlecht, du hast es hier hereingeschafft und niemand hat's gemerkt. Ich meine, die Gerudo passen zwar nicht so besonders gut auf, aber trotzdem. Keine Angst, ich verrate dich nicht. Wir julianischen Weihe müssen ja schließlich zusammenhalten, nicht? Genau, und diese drei Damen hier, die haben irgendwas zu verbergen. Ich habe jetzt endlich das Passwort für, du weißt schon was. Echt jetzt? Ein ziemlich verrufener Ort, wenn du mich fragst. Trotzdem interessiert wäre ich schon. Das Passwort lautet... Hey, warte mal. Du da. Steh nicht einfach da herum und belausche ganz dreist unser Gespräch. Verzieh dich. Schade. Ich mag kurze Frisuren lieber und das mir... Ich habe sie doch nur wachsen lassen, weil ich immer auf die langen Haare stand. Okay, die brabbelt da irgendwas vor sich hin. Ich will keine Partnerin, die größer ist als ich und das mir. Dabei bin ich gerade mal drei Köpfe größer als er. Okay. Ja, alles klar, das ist hier die Bar. So, was hast du hier zu sagen? Rima. Safsaba. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang plappern sie den ganzen Tag. Sie veranstalten einen derartigen Lärm, dass ich nicht einmal Schläfchen halten kann. Wie sollen die Nachbarn denn da jemals zur Ruhe kommen? Nachbarn? Ach so, die meinen die Nachbarn von der Kneipe. Genau, diese Nachbarn. Oh, du bist es, die fremde Safsaba. Ach, es ist das gleiche wie jede Nacht. Nachts sind die Leute in der Bar nebenan immer so laut, dass ich kaum schlafen kann. Wenn man beim Fenster steht, kann man jedes Wort verstehen. Wenn ich mal groß bin, werde ich immer nur ganz leise sprechen, selbst wenn ich etwas trinke. Genau, und von hier aus kann man diese drei nämlich belauschen. Was wollte eigentlich diese hyanische Wei eben? Egal, komm schon, ja du, erzähl. Oh, stimmt ja, das Passwort. Das lautet GGC Karo. Ich habe gehört, wie Saiga es erwähnt hat, also muss es stimmen. Oh, verstehe. Es geht um den Gerudo-Geheimclub. Also ist das Passwort GGC, aber was bedeutet das Karo am Schluss? Wer weiß. Was wollte ich eigentlich noch? Okay, die sagen wieder das Gleiche. Ja, das Passwort GGC Karo. Für irgendeinen komischen Gerudo-Geheimclub. Okay. Das war die ganze Zeit dort und ich wundere mich noch, dass der Sandsturm an der Stelle nie nachgelassen hat. Was? Was will eine jüdische Wei wie du denn hier? Was machst du da? Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich bin Archäologin und untersuche die alten Schriften, die ich gefunden habe. Und ich habe sie entschlüsselt.
Naja, nicht ganz. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann werde ich mir einen Namen als Archäologin machen. Oh. Dass wir uns hier treffen, muss ein Wink des Schicksals sein. Ich kann dir also beruhigt von meiner Forschung erzählen. Und zwar alles, jedes Detail. Na, willst du es hören? Natürlich willst du. Natürlich. An den Ausläufen der Gerudo-Wüste östlich dieser Stadt befindet sich ein Tempel. Es ist den riesigen Statuen der sieben Kriegerinnen geweiht, die von der Gerudo als Beschützerin verehrt werden. Die Geister der sieben weisen den Weg. Ihnen obliegt es, Zugang zu gewähren zur Heldenprüfung. So steht es in den Schriften, die in diesem Tempel gefunden wurden. Es heißt, aus allen Teilen der Welt seien Abenteurer gekommen, um die Kraft des Helden zu suchen. Aber soweit ich den Text hier verstehe, hat bisher noch niemand die Prüfung bestanden. Prüfung? Also, was es damit auf sich hat, finde ich sicher noch heraus, wenn ich den Text weiter studiere. Und ich bin mir nicht sicher, aber die Kriegerin besaß jede eine Kraft, die Teil einer größeren Kraft war. Diese Kräfte waren Geist, Können, Ausdauer, Wissen, Flug, Bewegung und Sanftmut. Aber für mich sehen sie alle gleich aus. Kann nicht mehr lange dauern, bis ich die Schriften vollständig verstehe. Allerdings ist der Titan viel aktiver in letzter Zeit und stört meine Forschung. Dabei bin ich so nah dran. Ah, die sieben Kriegerinnen, das ist das, was wir schon gemacht haben. Also habe ich das schon geschafft? Geschafft, genau. Vor kurzem habe ich bei der Erkundung des Tempels einen Schrein gesehen, der vorher nicht da war. Ein neuer Schrein, eine geheimnisvolle Prüfung. Ja, eine von den sieben Kriegerinnen, auferlegte Prüfung. Bestehe ich sie, werde ich das Star der Archäologengesellschaft. Ha, ich bin ja so aufgeregt. Tja, ich hab's schon gemeistert, meine Gute. So sieht die Sache nämlich aus. Ah, hier sind Gerudo-Kriegerinnen. Das scheint hier wahrscheinlich dieser... Genau, hier trainieren die Kleinen immer. Was hat eine Fremde wie du hier zu suchen? Das ist unser Übungsplatz. Wir befinden uns im höchsten Alarmzustand. Wenn du auf Besichtigungstour bist, geh zum Markt oder so. Was ist denn los? Tja, du wirst es nicht glauben, aber... Warte mal. Eine Fremde wie dir erzähle ich es dann natürlich nicht. Das ist eine geheime Sache unseres Stammes. Wenn du eine Erlaubnis von Kommandantin Tekla hättest, sähe die Sache natürlich anders aus. Tekla, das ist bestimmt die hier oben. Was machst du hier? Dies ist der Übungsplatz für die Soldatinnen, die der Königin dienen. Besonders jetzt, da Banditen umgehen, müssen wir besonders wachsam sein. Dies ist jedenfalls kein Ort, an dem sich gewöhnliche Touristen umsehen sollten. Na, schade. Noch sprechen die nicht mit mir. Wo geht's hier hoch? Hier... Ach, hier geht's zum Palast, ne? Genau, das ist der Palast, wie es mir scheint. Nee, da gehe ich jetzt noch nicht rein. Da gehen wir zum Schluss rein, in den Palast. Nee. Hier ist nichts drin. Es ist bloß wie eine Art Schule für die kleinen Gerudo-Kriegerinnen, dass sie auch mal Liebe machen sollen. Schauen wir uns noch... Jetzt waren wir nur noch im östlichen Teil noch nicht, beziehungsweise im... Ja, von hier aus westlichen Teil gesehen. Hier ist nichts. Doch, eine Schlafende. Okay, die sagt nichts. Gehen wir weiter. Hier war ich noch nicht drin, oder? Hier schläft auch eine. Krankheit, wir werden sie besiegen. Krankheit? Ach, Hauptpflege, das ist das Hotel hier. Okay, jetzt sind wir hier wieder am Marktplatz. Hier ist der Gerone. Da waren wir hier noch nicht. GGC. Was seid ihr für drei Hübsche? Safsaba. Wusstest du, dass manche wohl statt gut zusammengestellte Gerichte lieber alle möglichen Reste in den Topf werfen? Ich muss dringend üben, wie man dubiose Matsche kocht und mich da draußen gut einzugliedern. Dubiose Matsche? Wenn man beim Kochen Insekten oder Monstermaterialien verwendet, erhält man wohl diese dubiose Matsche. Ich frage mich, was Voi an so etwas Ekligem wohl finden? Und du, Safsaba? Oh, möchtest du bei meinem Kochkurs Überleben in der Wildnis teilnehmen? Ich bin sicher, selbst eine erfahrene Reisende wie du kann bei mir noch etwas lernen. Ich fürchte aber, die heutige Lektion muss ausfallen, weil mir das Rezept für die Herzchensuppe nicht mehr einfällt. Herzchensuppe? Wenn ein Gerudo Herzchensuppe kochen kann, dann wird sie da draußen niemals Hunger leiden, so sagt man. Man braucht Milch, Zitterfrucht, Frostmelone und zwei Stück von einem herzförmigen Gemüse. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, was für ein herzförmiges Gemüse das gewesen ist, ich komme einfach nicht drauf. Ach, irgendwann wird es mir schon wieder einfallen. Meine gute Weih darf niemals verzagen. Herzförmiges Gemüse.
In der Wildnis kommt es nicht auf die Menge, sondern auf die richtige Wirkung an. Aha. Wenn man eine Klippe hängt, ist ein kleiner Happen, der eine neue Ausdauer gibt, besser als ein Festmahl. Wirklich interessant, das muss ich mir merken. Ja, das ist ja wohl klar. Das Buch hatte ich doch schon mal gelesen, glaube ich, oder? Geheimnis von Ratam, Band 1, effektvoll kochen, heilsame Zutaten, Feen in der Küche, effektvoll kochen. Den meisten Zutaten wohnt ein besonderer Effekt inne. Zutaten mit dem Wort Frost im Namen erhöhen die Resistenz gegen Hitze. Und Zutaten mit dem Maxi im Namen erhöhen die Gesundheit über das gewöhnliche Maximum hinaus. Es warten noch viele weitere Effekte darauf, entdeckt zu werden. Werden Zutaten mit dem gleichen Effekt in einem Gericht kombiniert, erhöhen sich die Wirksamkeit und Dauer des Effekts. Ein Wort der Warnung. Die Kombination unterschiedlicher Effekte kann dazu führen, dass die sich gegenseitig aufheben. Ja, okay, das wusste ich. Heilsame Zutaten. Durch Kombinieren von Insekten oder ähnlichen und Monstermaterialien kann man ein Kenner sogar Medizin herstellen. Medizin wie die normalen Gerichte im Kochtopf gebraucht. Je wertvoller die Zutaten, umso effektiver die Medizin. Werden Eicheln oder Vogelnüsse hinzugefügt, erhält die Medizin zusätzlich einen heilenden Effekt. Ich für meinen Teil akzeptiere weder Fliegen in der Suppe noch sonstige Insekten in meinen Gerichten. Alle die ähnlichen Gefühle hingegen mögen beruhigt sein. Viele Gerichte haben ähnliche Effekte wie Medizin. Okay. Feen in der Küche. Es heißt, dass Feen tatsächlich existieren, sich aber nur demjenigen mit einem reinen Herzen offenbaren. Theorien zufolge gibt es spezielle Gerichte, die nur mit der Hilfe einer Fee zubereitet werden können. Mein Herz ist so makellos rein wie jedes meiner Kochutensilien, daher erwarte ich nun täglich die Ankunft einer Fee. Aha. Alles klar. So, hier ist nichts weiter. Oh, herzförmiges Gemüse. Hier gibt es auch noch ein Rezept, was man uns fotografieren könnte. Genau. So. Im Kasten. Alles klar. Herzförmiges Gemüse. Habe ich da was? Das Einzige, was wie ein Herz aussieht, ist die Maxi-Rübe. Oder große Maxi-Rübe. Okay. Man könnte es ja mal probieren. Ist hier irgendwo eine Kochstelle? Nee. Ich sehe zumindest gerade keine Herzchensuppe. Okay. Aber wenn, dann erstelle ich damit auch nur ein Maxi-Gericht, was mir meine Herzen übers Maximum hinaus auflädt. Also. Okay. Die spricht mit einer Puppe. Also, ich heiße Risa. Wie heißt du? Am liebsten esse ich die Klöße, die mein Baba macht. Meine Freundinnen sagen alle, ich bin sehr mächtig. Mächtig könnte er falsch verstehen. Hä? Wieso kommst du hier einfach ohne zu fragen hier rein? Das ist nicht so, wie du denkst. Ich habe überhaupt nicht geübt, wie man mit einem Boy redet. Ah ja, doch, das hast du. Das hast du. Ich habe dich dabei erwischt. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Passwort? Ah, hier brauchen wir das Passwort. G. C. Ah, und da ist das Karo. In Ordnung. Ihr dürft hinein. Geil. Geheimniskrämereien. Gibt's hier was Schönes? Nö. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Ein neuer Gast macht hier seine Aufwartung. Wenn ihr nicht zu viele Fragen stellt, stelle ich auch keine. Ihr seid jetzt Mitglied hier, also möchte ich euch für euren Besuch danken. Okay. Was gibt's denn hier Schönes? Fettleuchtend geile Ausrüstung. Und hier gibt's Wüstenstirnschutz. Ausrüstung für Männer, die nur im Gerudo-Geheimclub erhältlich ist. Der Saphir enthält die Kraft des Eises und befähigt den Träger großer Hitze zu trotzen. Ah, das ist jetzt für Männer. Damit komme ich dann aber nicht nach Gerudo-Stadt rein. Hat auf jeden Fall mehr Verteidigung als mein jetziger Hitzeschutz. Und der ist aber nur für Weiber auch. Okay. Aber das hier würde mich schon interessieren. Ja. Oh, das ist etwas ganz Besonderes. Man braucht Leuchtsteine, um es herzustellen. Wenn euch danach verlangt, fertige ich es euch an, wenn ihr mir die benötigten Materialien bringt. Eine kleine Gebühr wird natürlich auch fällig. Okay. Leuchthose. Braucht 3 Leuchtsteine und 800 Rubine. Ich kaufe mir das jetzt. Leuchthose kostet 800, wunderbar. Exklusive Beinbekleidung des Gerudo-Geheimclubs. Da sie mit einem speziellen Lack aus Leuchtstein behandelt wurde, leuchtet sie im Dunkeln. 3 Verteidigung? Ja, okay, das ist jetzt nicht die Welt. Kann man ja noch upgraden.
exklusiver Anzug des Gerudo-Geheimclubs bei Dunkelheit werden mit Farbe aus Leuchtsteinen aufgemalte Symbole auf ihm sichtbar. Dieses Stück solltet ihr zusammen mit anderen aus der gleichen Serie tragen. Leuchtsteinmaske. Exklusive Maske des Gerudo-Geheimclubs. Bemalt mit einer Farbe aus zerstoßenen Leuchtsteinen im Dunkeln gibt sie ein unheimliches Licht ab. Ich werde aber euch meine Vorräte aufstocken müssen. Okay, na das ist ja mal eine geile Rüstung. Müssen wir dann gleich mal ausprobieren im Dunkeln. Ist ja mal fett. Okay, haben wir jetzt sonst alles hier oder haben wir noch nicht alles? Hier ist einfach nur eine Sackgasse. Nee. Ah, eine Gebetsstatue und eine... alte Oma. Sabu. Was macht denn ein Boy hier? Ups. Die anderen magst du vielleicht zum Narren halten, doch nicht mich. Nun, wie dem auch sei, es kümmert mich nicht, was du tust. Viel wichtiger ist, dass du den ganzen Weg hierher gekommen bist. Würdest du ein Weilchen bleiben und mit mir plaudern? Die Statue der Göttin. Die Statue der Göttin stand hier schon lange, bevor ich geboren wurde. Doch niemand hier glaubt mehr an sie, also kommt kaum noch jemand hierher. Genau wie auch zu mir niemand mehr kommt. Und daher muss ich zumindest ich an der Seite der Göttin bleiben. Ich hätte niemals gedacht, dass ich noch einmal so mit einem Boy plaudern. Bleibst du noch ein wenig länger? Die gute alte Zeit. Jetzt bin ich zwar eine alte Frau, aber in meiner Jugend war ich eine Schönheit ohnegleichen. Alle Boy lagen mir zu Füßen, weißt du. Doch ich hing einem jugendlichen Hirngespinst nach. Ich suchte nach dem Liebesteich, an dem man seine einzig wahre Liebe treffen soll. Ich reiste durch ganz Hyrule und denke nur, bevor ich wusste, wie mir geschah, war ich um einiges älter. Den Liebesteich fand ich nie, auch einen Ehemann nicht. Was denn? Woher das lange Gesicht? Das ist eine lustige Geschichte, also lach schon. Ich hätte niemals gedacht, dass ich noch einmal so mit einem Boy plaudere. Bleibst du noch ein wenig länger? Nein, Wiedersehen. Ja. Alles klar. So, das ist... ah, das ist der Sandtropfenverleih, okay. Als nächstes müssen wir definitiv mal das Eis holen aus dem Eiskeller. Was ich ja für dieses... oh, hier ist eine Kiste. Für dieses Getränk brauche. Für diesen Weibelboy. Weibelboy ist doch übersetzt bei den Gerudos. Frau will Mann. Wei ist eine Frau. Boy ist ein Mann. Ja, Weibelboy. Frau will Mann. Gerudo Messer. Ich glaube, das habe ich schon. Habe ich das auch schon fotografiert? Ja, habe ich. Gut. Hab ihr schon. Oh, hier sind noch ein paar Vasen. Geh kaputt. Geh kaputt. Okay, nichts drin. Alles klar. Sonst noch was? Ach, jetzt ist die hier am Tag draußen. Okay. Nero? Oh, ein hylianischer Weiß. Sabata. Meine Mutter hat mir immer gesagt, Gerichte, die Pilze enthalten, tun gut, wenn man einen Kater hat. Wenn es mich also erwischt hat, mache ich immer ein Curry-Duftpilzpfanne. Das ist ein ganz einfaches Gericht aus Geron, Gewürz und Pilzen. Aha. Alles klar. Alles klar. Und was du verkaufst? Steinsalz, Reis und... was war's noch? Tabanterweizen, genau. Tabanterweizen. Alles klar. So, waren wir jetzt hier irgendwo noch nicht? Hier ist ein kleines Mädchen. Was sag? Ich hoffe, du kaufst ganz viel. Meine Empfehlung, Eispfeile. Wenn du damit triffst, dann... ganz im Ernst, die sind toll. Aha. Alles klar. Nee, ich kaufe jetzt keine Pfeile. Ich habe mehr als genug Pfeile. Das war das Hotel, wo man sich angeblich so richtig wohlfühlen sollte. Hier ist noch eine kleine Vase. Komisch, dass in den Vasen nichts drin ist. Sagen die jetzt irgendwie was anderes, wenn man die jetzt belauscht? Oh, richtig, wegen Caliban. Jetzt, wo du sagst, ich habe sie in letzter Zeit gar nicht mehr gesehen. Sie ist bestimmt die faulste Person, die ich kenne. Also wird sie nicht einfach irgendwo spontan Urlaub machen. Also wo kann sie nur stecken? Vielleicht oben auf den Stadtmauern oder so. Was redest du denn da? Das klingt gar nicht nach ihr. Okay, am Tag sagen die also was anderes als in der Nacht. Caliban. Caliban, das klingt wie so... weiß nicht. Auf den Stadtmauern, ja, das stimmt. Man könnte eigentlich mal hochgucken auf die Stadtmauern. Sieht gar nicht mal so schlecht aus hier. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was ist das? Ein Blatt? Kann ich das aufheben? Nee. Nee, das ist kein Blatt. Das ist eine Melonschale, irgend sowas.
wenn jemand eine Melone verputzt hat und die hier... Hier noch eine. Der Sache müssen wir auf den Grund gehen. Wo kommen die Dinger jetzt her? Da noch eine. Ah, da oben sitzt jemand. Ist das etwa diese Caliban? Ja, hä? Die schmeißt die Schalen einfach so rein. Was soll das? Bei deinem Anblick vergeht mir der Appetit. Verzieh dich. Ist ja übelst unfreundlich. Hörst du nicht? Ich hab gesagt, wenn du da rumstehst, vergeht mir der Appetit. Jetzt hau endlich ab. Sagst du auch noch was anderes? Nee. Die sagt immer das Gleiche. Okay, dann halt nicht. Mann, sowas Unfreundliches hier. Was hat das jetzt? Die haben kurz von der gesprochen, Caliban. Die hieß ja jetzt auch Caliban. Aber hat irgendwie nichts Besonderes zu sagen. War ich hier unten schon? Könnt ihr mal versuchen, da hochzuklettern. Ah, ohne Kletterzeug ist das natürlich etwas länger. Da hinten links? Oh, da ist auch irgendwie was Schreinmäßiges. Als wenn ich da eine Kugel reinmachen müsste für einen Schrein. Okay. Ist hier jetzt ein Krog oder ist hier kein Krog? Ich habe jetzt leider auch die Karte nicht offen. Diese interaktive Karte, die ich da hatte. Schade. Was ist das dort? Ja, das schauen wir uns dann auch nochmal an. Aber... Oder jetzt gleich? Was wächst da? Ah, das sind die Frostmelonen. Nehmen wir natürlich ein paar mit. So viele habe ich davon noch nicht. Boah, das ist Wahnsinn, wie langsam man hier läuft. Ich brauche echt mal die Sandstiefel hier. Irgend sowas, wenn es sowas gibt. Sandrobbenrennen. Sandrobbenrennen? Aha. Okay. Kann ich jetzt die Kugel schon nehmen? Nee. Momentchen mal. Das Ding ist ein uraltes Artefakt, das nur der wahre Champion in die Hand nehmen darf. Also Finger weg. Ah. Okay. Hier müssen wir also ein Rennen gewinnen. Aber ich würde sagen, das machen wir später. Wir waren hier noch bei der Erkundung Gerudes stehen geblieben. Muss ich jetzt auch erstmal nicht was anderes machen. Wir holen erstmal das Eis da aus dem Eiskeller. Die kommt mir ja, so wie sie gesagt hat, zumindest, was leider nicht mit aufgenommen hat, die kommt mir auf halbem Wege entgegen, also an den Ruinen hier irgendwo, entweder am Anfang oder am Ende. Ja, ich glaube, hier kommt sie mir entgegen. Bis dahin soll ich das Eis bringen. Und das, da würde ich vorschlagen, machen wir das erste Mal, dass wir diesen komischen Trank haben, weil will woi. Und dann können wir den Schrein da unten machen, wo die am verdorsten ist. So, gib mir mal so eine Sandrobbe hier. Was sag? Wenn du eine Gerudewüste durchqueren willst, solltest du dir über eine Sandrobbe nachdenken. Eine Frau, 20 Rubine. Ja. Was? Weiter? Und wenn du ein Schild brauchst... Ach so, nee. Schild brauche ich nicht. Ich robbe. Okay. Sag mal, ist jetzt so? Ja, sagt man so. Gerade total angesagt sein. So, gib mir die Robbe ran. Ich will jetzt in den Eiskeller. Solange es noch hell ist. Sandrobbenrennen. So, ab geht die Party hier. Oh, ist das geil. Mit der Sandrobbe. Schade, dass man nicht noch springen kann, ein Kunststückchen machen kann. Bin ich jetzt überhaupt richtig? wartet mal. Ja, doch, ich bin relativ richtig. Ich muss bloß noch weiter nach links. Da lang. Oh, da ist aber gerade ein Sandsturm. Mensch. Da ist gerade ein Sandsturm. Oder? Ich hoffe es nicht, aber... Kann die Robbe überhaupt über dieses Gebiet? Ja, doch, kann sie. Aber über Steine wird die nicht kommen. Doch! Ah, okay, das war's. Ich habe sie festgefahren. Und nu? Oh, muss mich jetzt die Kröte hier nerven. Komm her. Ja... Da guckst du, wa? Und wir nehmen noch ein Eisschwert. Vereist. Elektrisiert. Ach, tot ist er. Stimmt, das war ja so ein Feuervieh. Mit einem Schlag eines Eisschwertes ist ja einfach nur Geschichte. Okay, komm, weiter geht's. Ich sehe... Die Steuerung. Die ist nicht gerade so übelst heftig von dem Vieh.
So, da ist der Eiskeller. Das ist schon mal viel wert. Anhalten. Die Robbe haut wenigstens nicht ab, weil ich sie bezahlt habe. Eiskeller im Norden. Weiwilwoi. Komm, meine Gute, gib mir das. Das hier ist der Eiskeller, wo wir von Eisenschneebergen im Norden lagern. Dies, das Eis ist sehr wertvoll, bla bla bla. Also eigentlich. Verstehe, wenn Furosa darum bittet, dann kann ich nicht Nein sagen. Gut, dann nimm das Eis mit. Aber denk dran, wie heiß es hier ist. Wenn du unterwegs herumtrödelst, wird das Eis schmelzen, bevor du da bist. Also gib auf dich Acht und bring das Eis schnell zu Furosa. Okay. Ach du grüne Neune. Ein Trank für müde Geister. Ja, mit der Sandrobbe werde ich den natürlich nicht transportieren können. Glaube ich zumindest nicht. Und er wird jetzt nach und nach schmelzen. Hoffentlich kommen mir jetzt keine Gegner in die Quere. Oh, er wird schon kleiner. Oder täuscht das? Hilft das, wenn ich irgendwie im Schatten bleibe? Nee. Oh, er schmilzt. Er wird immer kleiner. Wieso ist der Sandkeller überhaupt so weit entfernt? Na schön, da sind auch noch Mobs. Klasse. Klasse. Wie soll ich denn das Ding da bis dahin kriegen? Oh Mann. Und gerade jetzt durch die Wüste hier. Da laufe ich ja noch langsamer. Ich muss da links lang laufen. An den Moblins vorbei. Ach komm, hau ab. Ja, ist klar. Du kleiner Bastard. Hau ab jetzt. Hau ab. Hau bloß ab. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Verschwinde. Im Schatten bleiben, im Schatten bleiben. Ach, das wird auch nicht weiterhelfen. Ach nee, das sind noch viel zu viele Mobs. Wie soll ich denn das schaffen? Ach Mann, hätte ich die erstmal getötet, bevor ich hier lang gelaufen bin. Ich Depp. Ich bin so ein Depp. Haut bloß ab. Ach komm, ich muss es doch noch schaffen, oder? Hau ab. Er schießt mit Feuerpfeilen. Nein, er schmilzt meinen Eisblock dahin. Hau ab. Da ist sie, da ist sie. Ich muss es nur zu ihr bringen. Hey, hier bin ich. Bring das Eis hierher. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Mann, Mami, Mami, Mami. Hier drüben. Oh. Ja, das ist zweifellos Eis aus dem Eiskeller. Damit kann ich einen hammermäßigen Weiwilwoi mixen. Würdest du Pocky das sagen, dass hier der beste Trink ihres Lebens auf sie wartet? Wenn ich sie richtig einschätze, ist sie dann schneller hier, als man Prost Mahlzeit sagen kann. Hm? Okay, ich muss ihr einfach nur Bescheid sagen und schön verschwindet die da drüben. Ich dachte, ich muss ihr das überreichen, diesen Weiwilwoi. Aber scheinbar reicht das dann. Ein Trank für müde Geister. Okay. Und also habe ich das jetzt so gut wie geschafft. Ich muss mich nur noch zu den Schreien porten. Porten konnte ich mich leider nicht, weil die ja genau auf diesen Teleportschalter liegt für den Schrein. Muss man also nochmal hinlaufen, beziehungsweise mit der Sandrobbe dahin robben. Eien robben. Au, au. Okay. Bleibt ja nichts anderes übrig, als mir noch so eine Sandrobbe zu mieten. Da hinten ist noch immer noch der Sandsturm. Der geht auch einfach nicht weg. So, an die muss ich mich aber ziemlich leise ranschleichen, ne? Da war das doch. Weil das sind jetzt nicht die Gekauften. Und da muss man richtig, richtig leise sein. Also es darf unten sich kaum was bewegen. In dem Geräuschsensor. Ach, schon hat er mich entdeckt, oder? Ah, die haut nicht ab. Haut nicht ab. Oder? Wahrscheinlich muss ich generell langsam an die rangehen. Egal, ob von vorne oder von hinten. Stimmt's? Ja. Geil. Ey. Freundchen. Da geht's lang. Zum Kühlschrank geht's da lang. Ja, genau. Hau ab. So, wo ist der Schrein? Der Schrein ist... hier, in die Richtung. Okay. Oh, muss ich jetzt an den Sandsturm vorbei? Das schaffen wir doch nicht. Ja, es wird schon gut gehen. Das wird schon gut gehen. Komm, schneller hier. Gib Gas. Gib Gas.
Du blöde Robbe. Antreiben. Okay, wo geht's hier? Wir reiten voll in die verkehrte Richtung. Aber wir müssen einen Umweg machen. Ich kann hier nicht... Entweder ich... Ja, ich hätte hier rumfahren müssen. Rechts rum statt links rum. Okay, jetzt ist es zu spät. Jetzt müssen wir hier rum. Ist ja auch egal. Alle Wege führen nach Rom. Also geht's auch hier lang. So, ich hoffe es doch zumindest. Irgendwie, die Staubwolke ist ja ziemlich heftig. Groß. Aber ich glaube, hier müsste ich vorbeikommen, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass ich hier vorbeikomme. Oh Mann, und das alles nur für einen Schrein. Für eine Bewährung. Das müsst ihr euch mal geben, ey. Ja, hier ist das Kamel schon nicht mehr allzu weit weg. Genau. Ein Sandsturm. Vom Feinsten. Ich weiß gar nicht, ob ich über Land komme. Ah. Oh. Du. Komm, Robbe, weiter geht's. Oh Mann. Die Steine sind nicht gerade prächtig. Ich muss aber hier lang. Na hallo. Weg ist sie. Na klasse. Ey, na, das ist doch ein Witz. Oh, da ist das Kamel. Sieht leicht furchteinflößend aus, muss ich sagen. Zumindest wenn das so hier weit über mir steht. Nein! Hat er schon aufgeladen oder was? Ja! Mami! 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 Ich bin doch gar nicht so nah ran. Hau ab jetzt! Ey, das... Hallo! Ich beschütze dich. Ich bin Kilometer weit weg und er trifft mich trotzdem. Natürlich. So, ich bin aber auf jeden Fall auf dem richtigen Dumper. Das gibt es doch gar nicht. Mann. Ja, ne, Exalfos überlebt hier noch. Natürlich. Ach gut, der Sturm hört auf. Jetzt könnte ich noch eine kleine Robbe gebrauchen, aber nee. Was willst denn du? Vollpfosten. Hä? Weg bist du. Die sind ja easy. Einmal Elektro, einmal Eis. Und schon sind sie. Ah, jetzt ist es ausgescheuert. So, da müsste das ja da irgendwo sein. Das ist immer noch diese Kamelwolke hier, ne? Nehme ich mal stark an. Es ist auf jeden Fall in die Richtung hier. Nicht, dass es hier noch parallel daneben natürlicher Sandsturm daneben ist. Also nicht vom Kamel aus. Nee, das ist vom Kamel aus, der Sandsturm. Hau ab jetzt. Blödes Kamel. Es wird gleich dunkel. Das heißt, ich brauche dann einen Winterwams, anstatt den kleinen Hitzeschutz, den ich hier trage. Das ist ein riesen Kamel hier. Komme ich jetzt bald mal an, oder was? Ja, ich komme bald an. Schade, dass meine Sandrobe weg ist, sonst wären wir schon lange da gewesen. Aber nein. Ah, da ist er schon. Ich sehe ihn schon. Den Schrein. Und Pocky oder wie auch immer die heißt. Die dieses komische Getränk braucht. Gut, das Eis haben wir auf jeden Fall schon mal rausgeholt. Damit sie ihren Beiwillwoll brauen kann und dass die Alte hier verschwinden kann und ich hier einen Teleportpunkt habe zu diesem Schrein. Und generell mich in diesen Schrein begeben kann. Ah, hier sind noch ein paar Früchte unterwegs. Ja, da haben wir doch schon Gerudo-Stadt so gut wie erkundet. Beziehungsweise nur noch der Palast fehlt uns eigentlich. Und was es mit diesem komischen Caliban auf sich hat, der da oben, oder die da oben, auf der Burgmauer sitzt und Melonen frisst. Vielleicht muss ich einfach nochmal mit diesen komischen Weibern, mit diesen drei Weibern quatschen und denen erzählen, dass der da oben sitzt. Ja, das könnte ich eigentlich noch machen. Genau, das könnte man eigentlich noch tun. Ich muss sie quasi verpetzen, dass er da oben faulenzt. So, endlich angekommen an diesen Mi-Su-Schrein. Das ist mein Ende. Das ist mein Ende. Ich werde einfach hier austrocknen, wie ein Frosch in der Wüste. Also eigentlich? Hm? Ein Weiwilwoi? Der beste Trink meines Lebens? Was mache ich denn noch hier? Na schön. Das hätte ich auch so sagen können. Ohne dass ich jetzt hier auch erfinden können. Ein Trank für müde Geister, geschafft. Ja gut, da würde ich sagen, da reicht das auch schon für diese Folge. Wir haben Gerudo-Stadt ein wenig mehr erkundet. Wir haben mit vielen, vielen Personen da drinnen gesprochen.
Und wir haben den Eisklumpen aus den Eiskeller geholt, um somit den Weibelwoll herstellen zu können. Und uns in diesen Schrein begeben zu können. Würde ich sagen, reicht das auch schon für diese Folge. Wir sehen uns in einer weiteren. Bis zum nächsten Mal. Holy Moly von Baragos. Ich will nicht, nee, oder? Ach komm, ich probier's. Wir hauen jetzt einfach mal ein paar Pilze in die Pfanne. Dubiose Matsche, scheint nicht giftig zu sein, aber der Anblick ist nichts für zart beseitete. Kritisch gekocht wird, wird das Essen definitiv kritisch. Ich sehe dich. Gibt's ein paar Worte mit, mein Guter. Oh, ist das schnell. Ich habe eigentlich was anderes erwartet. Wartet mal, da oben ist ein kleines Windrädchen auf dem Kopf dieses IAs. Ah, ich muss hundertprozentig diesen Stein da in diesen Steinkreis reinschmeißen, ja. Nein, das ist doch nicht des Rätsels Lösung. Ist doch easy. Jawohl. Was sagt's denn? Stil ist das Ende von Besen. Komm, Oma oder Opa, was auch immer du dahinter bist. Aber 150 Rubine. Ja, siehst du dich noch? So war das jetzt nicht geplant. Nee, ich kaufe dir nichts ab. Kannst du vergessen? Nein, brauchen gar nicht weiter zu diskutieren. Ah ja, du willst dich hier verstecken, ja? Du willst mich hier zum Narren halten? Bockstock. Hab ich Bock auf den Stock? Ja, das ist mein Pferd, das mich hier tritt, weil es Angst vor Fledermäusen hat. Dann sag mal, du blöder Gaul. Oh, das kriegt mich einfach weg. Sie mag mich. Eichelartiges Geschick, der Mensch. Ja, genau das war der Plan. Und es klappt sogar. Seht euch nur mein Werk an. Ich habe Feuer gemacht. Oh, schön. Jetzt machen wir noch ein paar Steaks hier. Herrlich. Oh. Danke, Zelda. Danke. Game over und verabschiede ich mich mit einem donnernden Applaus. Und wir sehen uns in einer weiteren mit Holy Moly von Baragos.